In der diesjährigen Inszenierung Westlich von Nordost nimmt das Amateurtheater Keck und Co. die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Reise in den Wilden Westen. Eingebettet in die harmonische und prachtvolle Kulisse der Stiftskirche St. Georgen am Längsee bieten Darstellerinnen und Darsteller ihrem Publikum eine gelungene sowie unterhaltsame Mischung aus Humor, Action und Romantik. Die Idee zum Stück entstand, wie bereits in den vergangenen Jahren, in Zusammenarbeit von Hermann Traninger und Erwin Beiweis. Nach der letzten Produktion sitzen wir uns kurz zusammen und da haben wir uns eigentlich schon länger gedacht, irgendwie so ein Western war nicht so schlecht, aber das ist halt relativ schwierig auf die Bühne zu bringen, weil die Westernfilme, wie die ihr alle kennst, da ist ein Szenenwechsel, lange Ritte, Augen werden gefilmt und der Spannung dadurch aufgebaut und das ist sehr tricky, dass man das auch auf die Theaterbühne bringt und das war unser Ansporn, dass wir das heuer machen. Der Schauplatz des Theaterstücks westlich von Nordost bietet das Städtchen Los Vitos, wo es mit Ausnahme von öffentlichen Veranstaltungen eher ruhig und unbelebt zugeht. Also St. Veit hat da schon ein bisschen mit der ausgestorbenen Innenstadt und so, das hat uns schon ein bisschen inspiriert, dass wir da auch ein bisschen drauf anspielen. Neben den Aufgaben als Drehbuchautor und Akteur in der Hauptrolle als berüchtigter Revolverheld leitete Erwin Beiweis im Stück westlich von Nordost auch die Regie. Ne, die Herausforderung ist, wenn man selber auf der Bühne spielt und Regie macht, dass man sich selbst nicht sieht. Wir haben da immer Videoaufzeichnungen gemacht, dass ich das daheim dann analysieren können und so, da war ich ein bisschen daneben. Bösewichte sind nicht unbedingt Publikumsliebling, aber durch Spielen ist es irrsinnig lustiger, weil da kannst du deine ganzen negativen Seiten auslassen. Und das ist echt herrlich, ja. Stiftspfarrer Christian Stromberger begleitet das Amateurtheater Keck und Co. schon seit mehreren Jahren. Auch in diesem Jahr wird eine der Hauptrollen von ihm gespielt. Ja, ich wohne ja hier direkt im Haus und das ist natürlich sehr praktisch. Sie proben immer bei uns und es sind ja auch sehr viele Einheimische, die kenne ich schon als meine Schäfchen. Ich weiß nicht, ob das schicksalshaft ist oder absichtlich. Gell? Also meine Rolle ist nicht in dem Sinn in Kalifornien, dass sie mit Kühen zu tun hat, sondern mit Schafe. Und diese Schäfchen tun nicht das, was ich sage. Also da könnte man Parallelen zum Alltagsleben der Kirche entdecken. Gell? Und diese Schäfchen muss ich immer suchen. Ja, und der Schafshirte hat kein gutes Image im Vergleich zu den anderen. Und ich muss mich immer duellieren mit irgendwelchen Männern, die behaupten, ich hätte was mit ihren Frauen. Dabei ist da nie was entstanden. Gell? Also man ist irgendwie fast ein kleines Opfer in dieser Theaterproduktion. Musikalisch untermalt wird das Stück von der Musikerin und Akteurin Corinna Kuss. Ja, natürlich, dadurch, dass ich Indianerin bin, war meine Aufgabe hauptsächlich, die indianischen Musikeinlagen abzudecken. Es gibt natürlich einmal das Mondlied. Da habe ich mir schon Gedanken gemacht, wie ich das mache. Das habe ich halt selber getextet. Die Indianerflöte ist dabei, also eine bestimmte Indianerflöte, da improvisiere ich drauf. Und am Anfang improvisiere ich eigentlich auch und dazwischen einmal ein spanisches Lied, ja. Die Besucherinnen und Besucher dürfen sich also auf einen sehenswerten und unterhaltsamen Theaterabend in ganz besonderem Ambiente und großartiger Kulisse freuen. Besonders freuen auf unterhaltsame, spannende Duelle, Filmmusik, Humor, Sprachwitz, alles, was das Herz so begehrt. Ja, es ist, ich glaube, wirklich eine sehr spannende Geschichte, mit Humor verbockt dazwischendurch und mit Massenszenen in der Westernstadt, mit Duellen, also und Mondlied und Tanz. Und also es ist ein wirklich sehr vielseitig, spektakulär, actionreich und ja, also das ist wirklich auf ein tolles Theater freuen. Es ist eine sehr vielseitige Inszenierung. Wir tanzen, es gibt Live-Musikstücke, also einiges singen und musizieren. Dann haben wir sogar zwei Kurzfilme und wir sind ja über 20 Personen, die auf der Bühne stehen. Es ist ein sehr opulentes Theater eigentlich. Das war das Natürliche, was wir haben, dass die Schauspieler, der Hermann hat mir schon ein bisschen was verraten vorher, noch nicht so viel, aber dass er so gigantisch ist, also tolle Veranstaltung. Wir sind sehr stolz, dass wir die Theatergruppen bei uns haben und ich glaube, das Publikum wird noch sehr viel Freude haben sein. Ja, gut war. Perfekt gelungen. Oben war schön. Das Wetter hat auch gepasst. Ja, die Premiere hat mir sehr gut gefallen. Wir sind vom Bezirk Völkermarkt, sind wir aufgefallen und haben gesagt, das müssen wir uns anschauen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich war schon voriges Jahr und vorvoriges Jahr. Ja, das hat man auf jeden Fall gesehen haben. Ich bin auch schon öfters da gewesen und das hat mir immer gut gefallen.
Nach der Premiere am 12. Juli des heurigen Jahres spielt das Amateurtheater jeweils dienstags und freitags um 20.30 Uhr im Innenhof des Stifts St. Georgen am Lengsee. Vorstellungen können bis einschließlich 16. August besucht werden. Detaillierte Informationen bezüglich Kartenvorverkauf, Vorstellungen und dergleichen sind auf der Internetseite keck-und-co.com zu finden.